Ari-Spezial, die erste Karneval. Nein, nicht Karneval, nochmals. Es ist auch kein offizieller Fasching, es ist nur gute Laune und ja, wie auch immer. So, und die Temperaturen, wir haben hier 27 Grad, wir haben Wind, wir haben auch ein bisschen Sand in der Luft und es wird hier gefeiert und zwar rübergeschwappt ist der Fasching oder der deutsche Karneval über den Atlantik. 11.11 Uhr wird hier von vielen Menschen ganz einfach auch angenommen bzw. zelebriert, gefeiert, mit dabei sein. So, und ihr seht, wir haben hier richtig Wind. Hallo, ja. Ja, und das muss man doch auch im Video festhalten, wie viele Menschen sich hier viele Mühe geben und sich schön anziehen, ausziehen, umziehen. Die marschieren jetzt die meisten hier Richtung, na, hinter mir, Bude. Ja, eigentlich weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Ist gar nicht so einfach. Es ist so, wie wenn man in einen Ameisenhaufen mit dem Stecken reinbohrt. Links, rechts, vorne. Ja, es wird einige geben, die dahinter gehen, aber mit Sicherheit, naja, ich sag doch die meisten, ja, die sich vorgenommen haben. Aber wir gehen jetzt hier mal Richtung... Wo gehen wir denn hin? Wir gehen jetzt mal Richtung Strandapotheke. Da kann man sich auch verbinden lassen, wenn man da Probleme hat. Die haben bestimmt auch einen Verbandskasten. Oh. Mario. Super Mario. Dann geh du mal vor. So, ich muss immer ein bisschen aufpassen, wo ich hinlaufe. Ja, also ich sage jetzt mal, ich gebe mal eine Schätzung ab. Die an der Bude, 5 bzw. 7 sind heute. Das wären bestimmt die Hälfte davon sind Spanier. Die werden da ihren, die haben ihren Spaß dran, sind mit dabei, sind gut mit dabei. Und feiern gerne. Und die andere Hälfte, das sind die Ausländer und darunter auch viele Deutsche. Ja, und hier ist die Nordseeküste. So, und hier gibt es den Außenausschank hier. Da gibt es Frikadellen, Senf. Und ja, hier ist richtig was los hier in der Strandapotheke. So, und einige, die kommen hier vorbei, die wissen gar nicht, was los ist. Die Touristen, die jetzt gar nichts da... Oh ja, hier, so sieht das hier aus. So, und jetzt sind sie in Hamburg auf der Reeperbahn. Und ein kleiner Schwenk zur Realität heute. Gut, dass es nicht so warm ist hier. Kommt man nicht ins Schwitzen. So, weiter geht's. Wir machen hier ganz einfach quer durch. Und hier ist die Strandapotheke, aber die hat jetzt zu. Entschuldigung, Strandapotheke hat offen, ich meine den Surfburger. Er macht um 12 Uhr auf. So, das ist das Treiben, das ist das Geschehen hier in, an und um die Strandapotheke.
Ja, einige, die laufen hier vorbei, haben überhaupt keine Ahnung, wissen nicht und denken, was machen die denn da? Ja, die feiern. Ja, und da seht ihr, da fliegt richtig der Sand. Das ist nicht so gut für die Kamera. So, da kommt noch so eine Funkenmarie. Ja, das ist doch schön anzusehen, wenn man hier so viel Farbe ins Spiel bekommt, ins Bild bekommt. Und es nimmt kein Ende. Es ist wie so eine Eisenbahn mit verschiedenen Waggons. Das ist die Realität. So schaut es hier aus heute. Jetzt machen die Masken vielleicht auch wieder Sinn jetzt hier bei dem. Tja, wir bleiben dabei, das ist ganz klar. Lustig ist es, Zigeunerleben heißt es, aber nicht nur das, nein, sondern hier ist jetzt die Zentrale. Hört ihr das? Ja, wenn es kein Video davon geben würde, würde man es vielleicht auch gar nicht glauben. Doch, man glaubt es. Aber schön haben wir auch jetzt hier die Wellen, das Wasser. Heute mal eine etwas andere Realität. Ja, hier ist was los, aber die meisten gehen jetzt doch in die andere Richtung. Ja, und der Antonio heißt er, der hat sich vergrößert, die Strandapotheke wird größer werden oder ist schon größer. Also da kommt bald noch ein bisschen was dazu. So, und wer jetzt hier noch die Treppen steigen kann, der geht nach oben und ihr werdet es sehen oder erleben. Das wird noch richtig voll werden da. Ja, und ihr seid nicht live mit dabei, aber fast. Ja, jetzt um die Zeit, Bier und Wein und Sekt und was weiß ich noch alles, das kommt gut bei der Wärme. Ja, so ganz ernst nehmen muss man das nicht. Man sollte es auch nicht ernst nehmen. Und ob es einem jetzt selber gefällt oder nicht, das ist doch eine ganz andere Sache. Und wir sind doch froh, dass wir alle die Auswahl haben, die Möglichkeit, das zu tun und zu machen, noch zu tun und zu machen, was wir gerne haben und möchten. Und deswegen sage ich, der Nicht-Karneval- und Nicht-Fasching-Fan, ich schaue es mir an. So, also nicht nur deutsche Schlager, auch international kommt man hier
mit der Musik zu Rande. So, und die meisten, die jetzt hier vorbeigehen, die gehen dann Richtung Strand, Bude 5, Bude 7. Die sind dann eben auf dem Weg nach dahin. Ja, es ist ein bisschen erschwerte Bedingungen, der Wind und der Sand, aber da muss man die Augen zukneifen. Also, da gehen wir ja auch mal rein. So sieht es hier aus. Von der Polizei hier. Ja, ja. Aber da fehlt das Hemd, Toni. Hemd? Aber die Handschuhe fehlen. Ja, die Handschuhe. Bett geblieben haben, die Schlüssel nicht gehabt. Ja, so sieht das hier innen aus. Nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt, wo die ganzen Verrückten sind. Die sind hier. So, nochmals den Weg. Ich riskiere es nochmal. Geh nochmal in die Höhle des Löwen. Also ganz einfach zu finden hier am Surfbrücke vorbei. Und dann hier hört ihr Hölle, Hölle. So. Und ich glaube, das wird immer voller hier. Hier ist was los.
steppt der Bär, sagt man. Ja, unser Live-Sänger hier. So, jetzt machen wir mal einen Schnitt. So, und jetzt verabschieden wir uns von der Strandapotheke. Das heißt, wir gehen ein Haus weiter. So, ja, jetzt hier draußen, hier wird eingedeckt. Und hier kann man auch gut sitzen und da ist es nicht so laut. Und ich sage, hier ist im Schatten das wunderschön zu sitzen. Aber wir müssen jetzt da durch. Wir machen unseren Rundgang und dann geht es jetzt erstmal wieder nach Hause. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Schön war's. Aber es ist jetzt auch so weit, dass man auch mal wieder woanders hingehen kann. Ja, und jetzt schaut es gar nicht mehr so windig aus. Jetzt schaut es gar nicht mehr so windig aus. So, und die kleinen Feiglinge, die Mädels, denen geht es jetzt hier scheinbar richtig gut. Die haben sich da irgendwie festgetreten. Ja, es gibt auch ein Leben ohne Karneval und ohne Fasching und ohne Winterpride. Aber das ist vielleicht dann nicht ganz so interessant. Wer es beschaulicher haben möchte, der setzt sich hier hin oder so. Und hier ist ein, ja, ein Kommen und Gehen, aber mehr ist noch das Kommen hier. Die sind noch alle auf dem Weg Richtung Strandbude 5. So, Fotos werden natürlich Hunderte gemacht, Tausende. Heute geht's quer durch. Alle Altersgruppen, alle Menschen sind hier jetzt irgendwie auffällig mit Kostümen. So, und so schaut das von der anderen Seite aus. Und wenn der Wind wieder kommt, dann fliegen auch die Gläser, haben wir gerade hier gehört und gesehen. Aber so wild ist das nicht. Damit lebt man hier. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg. Und ich sage jetzt erstmal, ja, mal schauen, wo es heute Abend hingeht. Kann ich euch noch nicht sagen. Wir werden es sehen. Aber wenn wir unterwegs sind, dann gibt es mit Sicherheit auch noch ein kleines Special. Jetzt erstmal hasta luego.